Jeden Sommer geht Edward Keane im kanadischen Neufundland auf die Jagd nach Eisbergen. Denn von dem Eisbergwasser lebt er. In 2 Monaten erbeutet er bis zu 800.000 Liter Wasser, das er dann für 1 Dollar den Liter an Händler weiterverkauft. Unternehmen wie dieses verkaufen das Luxusprodukt dann weiter, wie hier eine Flasche für 16 kanadische Dollar, umgerechnet also knapp 11 Euro. Wir sind heute mit dem Eisbergwasser größer als je zuvor und verschicken es nach Europa, Singapur, Dubai und haben auch noch neue Kunden aus dem Mittleren Osten dazu gewonnen. Das Wasser der arktischen Gletscher ist bekannt für seine Reinheit, denn es gefror schon lange, bevor die Luft durch die industrielle Revolution verschmutzt wurde. Jährlich lösen sich im Frühjahr Hunderte von Eisbergen von den grönländischen Gletschern und driften an die kanadische Küste. Doch während die Eisbergjäger die Folgen des Klimawandels genießen, sind andere besorgt. Es ist ein deutliches Bild der Erderwärmung zu sehen, wie die Eisberge an Orte kommen, an denen das Wasser so warm ist. Das gibt schon zu denken. Auch Experten sind beunruhigt, denn die Arktis erwärmt sich 3-mal schneller als der Rest der Welt.